So, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob die Kugeln wieder auftauchen, wenn sie eine Zeit lang irgendwo liegen. Aber ja. Gut, dass er jetzt meinen Apfel weggeschossen hat, der Penner. Wir holen uns jetzt erstmal die Kiste. Ich brauche jetzt definitiv nochmal so ein Schleimi, so ein Octorok-Ding. Und die sind da unten. Irgendwo. Ja, genau. Das haben wir schon gedacht. Aber es hat funktioniert. Also eins kriegen wir auf jeden Fall. Das wird das hier sein. So, dann können wir hier nämlich schön Feuer machen, falls es gehen sollte. Aber ich glaube, ich habe hier nicht mal einen Feuerstein oder irgendwas gefunden. Deswegen brauche ich die Fackel. Da müsste irgendwo eine brennende Dings sein, oder? War die nicht hier irgendwo? Ich dachte, ich hätte da eine gesehen. Dann mache ich es halt anders. Geht ja auch. So. Ganz einfach. Dann machen wir uns einmal Maxi-Trüffel.
volle Heilung. Und 6. Sehr gut. Plus 9 habe ich hier sogar jetzt bekommen. Das dachte ich mir. Hä? Wie jetzt? Aha. Okay. Gut zu wissen. Probieren wir das mal. Ich weiß nicht, ob da was rauskommt. Pilzreisbällchen, cool. Es wird nichts. Das dachte ich mir. Okay. Da haben wir aber noch eine Kiste. Das ist ein gutes Schwert. Die Frage ist, ob der Dicke da nicht möglicherweise auf irgendwas oben liegt. Ich glaube es fast nicht. Pass mal auf. Habe ich denn ein Schild, das schon besser ist? Okay, dann nehmen wir doch das mal. Vielleicht hält es das aus. Wieso erwische ich ihn denn nicht? Okay. Das tue ich mir nicht auf Dauer an. Wieso erwische ich das Vieh nicht? So. Bin ich nicht ein Schlaubi? Rüstungsschnapper. Und jetzt können wir uns auch wieder unsere Kugel, glaube ich, holen. Falls die irgendwo noch im Wasser schwimmt, weil wir hier ja ein Floß haben.
bis jetzt verschwunden ist. Jetzt ist... Nein, jetzt ist es wieder da. Die Frage ist noch... nein. Ob ich das Ruder auch hernehmen kann zum Rudern? Na gut, dann werden wir mal kurz einen Baum fällen. Zack. Ich hoffe bloß, dass der Hinox jetzt nicht aufgewacht ist. Ich sehe hier auf jeden Fall keine Kugel mehr schwimmen und die war, glaube ich, vorhin hier irgendwo. Ich bringe das Ruderboot plus Floß plus mal in die Richtung. Oha. Wow, 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 wow. Das war ein bisschen zu schnell. Ich muss. Ups. In die Richtung. Dann gehen wir jetzt nochmal dahin und gucken, ob die Kugel wieder da ist. Wenn sie wieder da wäre, das wäre ja cool. Dann bräuchten wir nämlich nur noch die dritte. Obwohl ich sagen muss, dass mir das hier schon gut gefällt. Weil man nochmal von ganz vorne anfangen muss, also theoretisch. Ich glaube auch, dass hier noch irgendwas ist. Jawohl, die Kugel ist wieder da. Sehr gut. Was für ein Glück. Und so funktioniert das Ganze. Aber ich weiß noch nicht, wo ich diese Kugel herkriege, die dritte. Die habe ich noch nicht gefunden. Die wird sich wohl irgendwo verstecken. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ah, deswegen ging das vorher nicht. Ich habe mich schon gewundert. Wehe, mein Floß ist wieder weg. Die haben mir echt meinen Floß weggenommen, kann es sein? Habe ich das umsonst hierhin... Ich hasse sie. Jetzt muss ich echt wieder vor. Da ist es. Ich hasse sie. Solche Penner. Das finde ich jetzt schon doof. Nein. Nicht wieder Gewitter. Okay, da müssen wir jetzt kurz in den Wald gehen. Sonst werden wir schön geröstet und das wollen wir nicht. Gott, hasse ich das Wetter hier. Jetzt warten wir mal kurz, bis das Gewitter vorbei ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt ist wieder vorbei. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt, wenn es zu dunkel wird,
Ja, das dachte ich mir, deswegen gehen wir zum Feuer und warten, bis es morgen wird. Wenn du es brauchst. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen würden, aber ich hoffe, dass die Kugel dann da ist. Noch da ist. Hoffentlich ist die... Jawohl, Gott sei Dank. Sehr schön. Wenn das Floß jetzt hier auch nicht mehr ist, dann weine ich. Das gibt's doch nicht. Doch. Dachte ich mir doch. Na toll. Nein. Diese doofe Kugel. Genau, nimm sie ruhig nicht, Link. Hast recht. Gott sei Dank. Okay, das war der zweite. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Beziehungsweise eine Kugel. Und ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo ist. Das mir irgendwie nicht so gefällt. Und ich glaube fast, dass es das da hinten ist. Das wäre echt die Hölle für mich. Aber wir werden es gleich sehen. Ja, das gehört noch dazu. Da ist voll das Skelett unter mir irgendwie. Habe ich eigentlich schon meine Möwe fotografiert? Ich glaube nicht. Ja, genau. Link, spring einfach auf der anderen Seite drüber. Seemöwe. Wo ich sagen muss, ich sehe hier jetzt keine Kugel. Und ich kann nicht sagen, ob mich das freut oder nicht. Aber eine Kiste ist hier. Das ist ja schon mal was. Dann gucken wir mal weiter, wo die letzte Kugel sein könnte. Wir schauen mal die andere Seite an. Haben wir hier sonst noch irgendwie? Da haben wir noch ein bisschen was, aber ansonsten, nee. Kann mir keiner erzählen, dass es was damit zu tun hat. Ich glaube, dass wir den Dicken noch killen müssen.
ist meine Vermutung. Meine Angst. Was nicht so der Hit wäre. Aber können wir nichts machen. Wenn es so ist, dann wird es so sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt gehe ich nur mal nach oben, um zu gucken, ob da nicht doch noch irgendwas ist, das ich übersehen hätte. Haben wir hier irgendwas? Nö. Da taucht der Schein dann auf, das ist klar. Wüsste aber auch gar nicht. Ich denke mal, der hat das Ding gefressen. Und dann taucht hier irgendwas auf vielleicht. Und dann könnten wir es so machen. Warte mal, wie viel zum Essen habe ich denn? Na okay, das wird schon reichen. Hoffe ich mal. Okay. Revalis Sturm ist bereit. Fuck. Warte mal. Oh shit. Gut, dass wir jetzt mitten im Gewitter sind. Es war natürlich hervorragend, dass ich mit den Pfeilen geschossen habe. Wieso kann den eigentlich keinen Blitz treffen? Eigentlich müsste ihn ja der Blitz treffen, aber wir nehmen heute mal. Jawohl, so mache ich es jetzt. Was er kann, kann ich schon lang.
wird ein Volltreffer. Haha. Das wird nix. Der hat auf jeden Fall die Kugel an seinem... Komm schon. Naja, ich spule das mal vor. Haha. Ich habe ihn zerschmettert. Der letzte Schlag mit der Urbosa, obwohl ich ihn nicht mehr getroffen habe. Das ist nicht cool. Sehr cool. So, jetzt ist die Frage, wo muss das hin? Das weiß ich noch nicht. Die Vermutung, dass es hier hoch muss, aber bin mir nicht sicher. Ja, genau. Tada! Wir haben es geschafft. Man hätte auch diese Dinge auf ihn werfen können. Aber es gibt wohl wenige, die es unverletzt schaffen, gegen ihn zu kämpfen. Auch wenn es ein bisschen feige ist, aber so funktioniert's. Es dauert zwar lang, aber es ist sehr effektiv. Und wir haben diesen Stein gemeistert und ich muss sagen, mir gefällt er ganz gut. Auch wenn ich am Anfang echt ein bisschen angenervt war, aber ich fand's gut. Und damit brauchen wir, glaube ich, bloß noch 6, oder? Juhu. Der Sieg ist dir hold, mit allem Glück, du hältst dein Werkzeug nun zurück. Die Frage ist nur, das Essen, das ich gemacht habe, das hätte ich gern behalten. Wohl Anreisender, so soll es sein, komm näher und betritt den Schrein. Gucken wir mal, ob mein Futter noch da ist. Ich glaub's nicht. Schade, schade, weil das wäre echt gut gewesen. Aber da müssen wir halt gucken, dass wir hier ein paar Maxidurians finden. Ja. Schlecht, schlecht, schlecht. Dann gucken wir gleich mal nach Maxidurians. Nach Maxidurian. Keine Ahnung, was die Mehrzahl von einem Maxidurian ist. Wir dann nämlich gleich abzischen. Beziehungsweise wir beenden den Part dann erstmal. Naja, es war klar. Es ist nichts mehr dran. Na gut, dann soll es das gewesen sein. Aber hier ist ein... Oh shit. Ist da denn nicht ein Croc? Ich bin mir unsicher. Bringt er dann hin? Ich denke aber, von hier aus müssten wir hinkommen. Oh. Das ist gemein. Das ist ja richtig mies. Okay. Dann wissen wir das auf jeden Fall.
Hoffentlich haben wir kein Game Over, Gott sei Dank. Haben wir Glück gehabt. Keine Maxidudian mehr da. Schade, 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 weil das wäre echt gut. Wir sind gut, wenigstens habe ich eine Maxi-Trüffel gefunden, ist ja schon mal was. Aber Maxidudian sind alle leer, weil ich sie schon alle abgeerntet habe. Ah, das hätte ich mir aber denken können. Egal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir richtig geiles Essen machen. Ich meine, es war schon klar, aber... Warte mal, habe ich hier irgendwo große Maxi-Rübe? Jetzt pass mal auf. Obwohl, eigentlich können wir den auch löschen. Nach der suchen wir nämlich jetzt dann. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir könnten erstmal nach Dodian suchen. In der Nähe. Habe ich mir doch gedacht. Jetzt wieder weniger, also war es da. Hier? Vielleicht? Juhu! Cool. Hier müsste auch noch irgendwo eins sein. Oder einer. Ein Durian. Wie, ist da noch was, oder wie? Scheinbar wäre hier oben noch ein Dudian. Ah, interessant. Oh, das sind sogar zwei. Ich möchte eigentlich nicht. Wann ist jetzt der Revali endlich mal soweit? Das gibt's ja nicht. Obwohl, das sieht schlecht aus. Sturm ist bereit. Super. Das ist gut. Ja. Auf in den Stein. Hugo Tiedestein. Okay. Und? Toll. Ist es ihr Ernst? Wollen die mich verkackeiern? Das gibt's doch nicht.
da wären es nur noch 6. Ja, und das war's für den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.